Und hallo und herzlich willkommen zurück zuletzt der Yu-Gi-Oh! Nicht World Championship, Tech Force Evolution mit mir, Glut und... Ja, ich bin auch noch da. Hallo. Ja, ich habe ein ganz klein wenig gefarmt. Wir haben 31.945 DP. Und ja, ein bisschen Geld haben wir zusammen gefarmt. Wir wollen erstmal Sandwiches kaufen. Und bevor wir uns zu diesem langweiligen Teil begeben, wollte ich generell fragen, wie lange wir das Projekt machen wollen. Weil ich habe gehört, dass man ja mehrere Enden bekommen soll, je nachdem, mit welchem Charakter man spielt. Und Ja, ich glaube, das war irgendwie so, ja. je nachdem hatte ich vor, vielleicht maximal drei Charaktere zu machen, je nachdem, wie lang das Spiel sich zieht. Ja, also drei oder vielleicht die Hauptcharaktere, irgendwie so. Ja, ich hatte halt zuge... In diesem Teil hätte ich jetzt ja Alexis wahrscheinlich, Chumley und Zane genommen. Und ich will ja alle Teile machen, also in den nächsten Teilen Chain wahrscheinlich gegen Ende dann. Ja, kann man auch so machen. Dass man halt dann abwechselt. Ich meine, die Story ist in allen Teilen etwa ähnlich. Oder die Art der Story. Ja, gut. Jetzt gar nicht im Kopf, ist Alexis jetzt auch im Laden? Ich glaube nicht, weil dann können wir die auch direkt füttern. Ja, ich fühle mich wie ein Tamagotchi, als ob ich ein Tamagotchi hätte. Und wir haben, glaube ich, Das immer noch ist keine Alexis Mako. Tamagotchi, toll. Ja. Gucken. Ach, ich will doch, wenn süße Sandwiches haben. Und mit dem Restgeld überlegen wir uns, was für Packs wir gleich kaufen. Nein. Ui. Was auch ein sehr interessantes Diskussionsthema ist, da es ja jetzt eher so eine Filler-Folge ist, was hältst du von Filler-Folgen in Serien? Kommt drauf an, auch Füllerfolgen können gut sein. Da gibt es ja auch immer... gespaltene Leute, wo die sagen, ah, Filler sind echt scheiße, die können sich doch genau am Original halten. Warum ist das Kaviar-Sandwich eigentlich so günstig dann? Naja, das hat einen Haufen Ramsch drin und mit dem bezahlst du halt dann die höhere. Die höheren Kosten vom Kaviar-Sandwich wahrscheinlich dann weniger oft ziehst. Ach so, schon natürlich auch. Ich hab ein Schicksals-Sandwich gezogen. Oh, das klingt nicht gut. Vielleicht Schicksalshelden drin? Also, du hast schon so viele Sandwiches. Also, wie kommst du später wieder, wenn du weniger... Okay. Menü. Nein. Ja, dann müssen wir uns erstmal vollfressen. China-Nudeln-Sandwich. Erstmal Das Sales. klingt schon besser. Würstchen-Sandwich essen wir auch. Bohnenpasta einfach lecker. Nee, Süß-Bohnenpasta-Sandwich nicht. Scharfes Curry können wir essen. Wir wollen ja Alexis schön füttern. Phantom-Pfeffer-Sandwich. Okay. Okay. Ich kann mir Pfeffer-Sandwich vorstellen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich mir ein Phantom-Pfeffer-Sandwich vorstellen soll. Ja, dem Pfeffer musst du dir wahrscheinlich dazu denken. Das ist das Phantom. Oder der Pfeffer trägt eine Maske. So Ah, das Phantom könnte ja der auch sein. Oper, ne? Ich stelle mir gerade kleine grüne Fächerkörner mit diesen schwarzen Batman-Masken vor. Das kommt gut. Das kommt sehr gut. Ja. Oder so mit einer halben kaputten Maske, wie... Oh Mist, jetzt hab ich nicht drauf geachtet, ob das goldene Eier-Sandwich dabei ist. Ja, so ein, wie von der Phantom der Oper, so eine Maske auch. Wäre sicher auch Ja, lustig. genau. Bist du dabei? Nee, dann gib mir irgendwas. Ja, süße Bohnenpasta-Sandwich. Boah. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ist das wie Marmelade oder? Fragen Engländer, da kann ich das sagen. Das sind Bohnen auf Toast, so in dem Stil. Bäh. Brrr. Ja. Mit sowas kannst du mich jagen.
Ich stelle mir das jetzt so. Ah, da ist es. Das goldene Eier-Sandwich. Na dann schnapp's dir. Gucken wir mal. Ich kann auf sehr schnell stellen, auf normal und auf sehr schnell. Dann versuchen wir es auf normal, weil ich mich auf langsam stellen kann. Du kannst nicht auf langsam stellen? Ich weiß nicht warum. Ja gut, wiederum, die Funktion ist auch eher seltener, finde ich. Na, noch. Das Marmeladen-Sandwich erwischt. Aber wir müssen gleich, glaube ich, zu Alexis erst gehen, bevor wir... Jetzt eine wichtige Frage, bevor wir weitermachen. Meinst du, das Geld reicht, um das goldene Eier-Sandwich zu ziehen? Kommt darauf an, wie gut du ziehst. Koch-Sandwich. Ich glaube, das sollte Pizza-Sandwich heißen. Wenn schon ein Pizza-Symbol drauf ist. Ich glaube, ja, denen sind die Symbole ausgegangen. Ach, da haben wir noch ein paar alte. Ja, nehmen wir einfach. Ja, natürlich. Trauben will ich. Shrimp-Sandwich. Kann man sicher essen. Ja, komm. Shrimp-Sandwich klingt gut. Sieht nicht danach aus, dass dabei ist. Da haben wir Melonen-Sandwich. Wieder für Alexis, was? Ja, gib mir Sandwich. Ach. Ja, ich habe schon verstanden. Ich gehe zu Alexis. Dann füttern wir erstmal. Hier ist. Ich weiß nicht warum. Natürlich geht Liebe durch den Magen, aber das ist dann schon echt brutal. Ja, du hast hier sehr komische Vorlieben, stelle ich gerade so fest. Süße Bohnenpasta. Blah. Ja, danke. Was muss? Insbesondere muss ich das essen? Nö. Das mag ich ganz besonders. Alexis, warum? Ich weiß, manche Menschen haben komische Vorlieben mit dem Essen, oder ist sowas? Nicht, ach, ich wollte dich nicht mit dir reden. Ich muss jetzt eine morgige, ja, mir doch egal, was du dich vorbereitest. Die Prüfung hier ist nichts. Solche Prüfungen hätte ich gerne generell gehabt, so. Also, was kann diese Karte? Ah, das weiß ich. Ja, es hat sicher seine Vorteile gehabt. Insbesondere, ich frage mich, wie Leute durchfallen können. In der Serie sind ja Leute durchgefallen. Hier Chumley zum Beispiel, der ist ja durchgefallen. Wie hat er das geschafft? Chumley ist auch ein absoluter Depp. Hey, ich verstehe aber nicht, wie hat er das geschafft? Naja, das geht. Ja, gut. Das sind dann die Leute, die denken, MST negiert. Stimmt. Was? Alter, hast mir was Neues beigebracht. Ich habe gedacht, das negiert immer. Du doch auch, oder? Ja, würde ich auch sagen, eigentlich schon. Ich glaube, wenn wir so viele Sandwiches essen, was steht da? Dori macht die Sandwiches selber, das könnte erklären, warum sie immer ausverkauft sind. Okay. Insbesondere ausverkauft. Wir haben uns, keine Ahnung, 20 Stück gerade gekauft. Ausverkauft. Ja, ein großer Wagen, den sie da hat. Ja, aber der Stand gerade ist immer ausverkauft. Oder fast immer. Aber trotzdem. Wenn es fast immer ausverkauft ist, gehe ich nicht davon aus, dass ich so hingehen kann und sage, ja, gib mir mal 20 Stück. Ja. Hey, ich habe direkt die süßen Bohnenpasta-Sandwich gezogen durchs Ass. Bam. Na, bravo. Ja, komm. Gib mir noch Sandwiches. Komm. Hamburger Sandwich. Ach. Und was ich mich auch eher frage ist, das sind ja auch Karten in den Sandwiches drin. Würdest du die Karte noch spielen? Also wenn es irgendwas mit Mayonnaise ist, würde ich sie wahrscheinlich nicht mehr spielen, nein. Ja, wenn man darüber nachdenkt, was wird denn hier alles verkauft? Wir haben normale Hamburger, wir haben Pfeffer-Sandwiches, wir haben... Würde man da noch Karten spielen, die aus so einem Sandwich rauskommen? Oder sind die separat gepackt? Obwohl, wenn die separat gepackt sind, müsstest du ja die nicht essen, damit du die Karten bekommst. Naja, vielleicht sind sie in eine Folie eingeschweißt, so wie die Promos, und dann ins Sandwich reingelegt. Stimmt.
Dann wundere ich mich allerdings, warum Jaden und Jamlin noch nicht schon lange an diversen Karten erstickt sind. Ich frage mich, wie die Rahmsuppen-Sandwich schmeckt. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich möchte nur sagen, wir haben jetzt fast 1000 DP ausgegeben an Sandwiches. Ach Gott. Und das scheiß Eier, goldene Eier-Sandwich kommt einfach gar nicht. Nein, ich glaube, nee, das ist ein Fragezeichen, das ist das Schicksals-Sandwich. Es ist auf jeden Fall irgendwas mit Eier, aber ich glaube, das ist nicht das Gelbe. Spitzsalat-Sandwich. Das ist, glaube ich, Alexis auch. Du hast gesagt, süßes und gesundes. Ja, und Spitzensalat-Sandwich. Hört sich gesund an. Warum nicht? Das sind schon wieder Eier drauf. China-Nudeln-Sandwich. Kann man essen? Muss man nicht. Ja. Aber würde ich wahrscheinlich probieren. Da war schon wieder was Leuchtendes. Komm. Ach, Lachs. Warum? Lachs sieht doch nicht so aus. Och. Ja, okay. Ich will auch nur sagen, warum sagst du mir, wie viele Sandwiches ich nur haben darf? Sagen wir es so, wenn ich jetzt hier so... So einer, der sich auf den Dritten Weltkrieg vorbereitet bin. Dann brauche ich viele Sandwiches. Hört her, Glut der Prep. Ja. Wir brauchen mehr Sandwiches. Ja, genau. Und wo sind eigentlich die Waffen? Ja. Ja, das sind ja die Karten. Das wird ja alles im Duell geklärt. Wenn du einen Zombie, wenn du einen Zombie begegnest, musst du duldest und kämpfst gegen den Zombie. Aber du spielst einfach Anti-Zombie-Karten. Und wieso spiele ich nicht einfach Zombie-Master und kontrolliere ihn? Ja, das geht ja nicht. Geht ja nur im Duell. Nach dem Duell geht der Zombie-Meister ja weg. So. So was Blödes. Deswegen, da spielst du halt Anti-Zombie-Decks und überlebst da eigentlich. Aber du musst ja für Essen sorgen. Deswegen spielst du ja auch die Ritualmonster, den Burger. Ah, okay. Mystische Tomate, du spielst das so in Kombination. Spielst Anti-Zombie plus Nahrungsmittel-Deck. Wäre aber auch interessant, so ein Deck-Thema in Hinsicht auf Nahrungsmittel. Ja, gibt's ja im Anime. Im Anime, ja. Es gibt ja auch diese zwei Pendelkarten. Ich glaube, das hat irgendwas mit Rindsteak so oder zu tun. Die haben auch Glückseffekte. Die haben ja, du darfst einen Würfel würfeln und erhöhe und beziehungsweise reduziere die Scale der Karte um den Betrag. Okay, sag mir jetzt gerade gar nichts. Das sind normale Pendelmonster mit Würfeleffekte halt. Ich wollte um die ein Deck bauen, aber naja, eine Scale, die du auf einen Würfel basiert. Ist ein bisschen tricky, ja. Sagen wir ja nicht so, ich habe auch Arkane Macht gespielt, also daran soll es nicht liegen. Ja gut, aber das kann man ein bisschen kontrollieren. Ja, mit der Spielfeldzauberkarte ein bisschen. Ich glaube, ich habe das sogar ohne Spielfeldzauberkarte eine Zeit lang gespielt, weil ich ihn nicht hatte. Aber auch nicht metatechnisch, einfach nur Fun-Deck technisch gesehen. Ja. Ach ja, komm, gib mir, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Sandwiches können wir überhaupt tragen? Ich habe gar nicht nachgezählt. Da ist es bei 20 oder 30. Ungefähr jetzt. Ja! Dankeschön, dankeschön. Geht doch. Ja gut. Ich bin recht zufrieden, wir haben eigentlich, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich behalte... Ich weiß nicht, ob man... Kann man die Items behalten? Glaub schon, ja. Also ich meine, auch nach der Story, weil ich meine, das goldene Eier-Sandwich war dafür auch andere Leute wichtig. Ich meine, das sei sogar bei allen wirksam. Wir behalten es erstmal. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wie viel haben wir denn gebraucht. 14 Minuten gerade mal. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar Booster auf. Ja.
Sandy, ich habe das goldene Eier-Sandwich gezogen. Ich will das neue Booster haben. Und unser wunderschönes neues Booster ist das Booster mit dem Topfgear. Doppelt, dreifach, ziehen, ziehen, ziehen. Mit diesem Pack kannst du bessere Karten ziehen. Das ist doch gut. Gucken wir, man kann doch, meine ich doch, mit irgendeiner Taste... Na, scheiß drauf. Ich stelle mal auf schnell. Mit L. Ich kaufe mit L. L oder R, irgendwo mit der Viereck-Taste, es könnte auch sein. Das ist B. Oder muss man im Menü sein? Nee, du musst schon das Display offen haben, aber ich weiß nicht, ob es... Ja. Kann auch sein, dass es jetzt in späteren Teilen dazu kam. Ja, das kann auch sein. Ich kaufe jetzt erstmal für zwei Displays. Da hier topft der G ja noch auf 1, 2, elegante Wohltäterin auf 1. Oder kaufen wir uns 3? Ach komm, wir jetzt ein Tritsch. Boah, 6000 DP haben wir ausgegeben. Wir haben das Zukunftswellen-Pack auch noch und das Pack von Alexis. Da wir mit Alexis ja erstmal machen, dann kaufen wir von denen mal ein Display. Obwohl, ich will mit so einem Schrott eigentlich gar nichts zu tun haben. Da ist ja kein Topf der Gier drin. Da bringt ja gar nichts. Ja, was tust du denn da? Natürlich, Harpien. Obwohl, Harpien, weiß ich gerade gar nicht, gibt es die Spielfeldzauberkarte schon? Ja, die gibt's schon. Oh. Dann könnte man sich überlegen, vielleicht Harpien zu spielen. Na, es fehlen halt die ganzen guten Harpien. Ja, stimmt, die, oh, wie hieß die denn, die guten? Ich hab die Namen vergessen. Channeler fehlt, es fehlt Dancer, ja, es fehlt praktisch alles. Stimmt, und die permanente Zauberkarte zum Suchen auch noch. Ja, genau. Krieger-Eliminierung, auch so eine Karte. Die hat man doch sicher nicht nie gespielt. Könnte mich jetzt nicht dran erinnern, nee. Ja, weil Effekt war, zerstöre alle Kriegermonster. Ja, ja, genau. Ja, vielleicht im Side-Deck, wo Krieger im Meta waren, viele. Könnte ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht dran erinnern. Aber wir haben vornehmende Egoisten auf 2 schon mal. Also ein Harpien-Deck sollte ja jetzt nicht, könnte schon drin sein. Wir haben auf jeden Fall auch 3 Harpien. Verstärkung für die Armee, das ist eine geile ist Karte. Gut. Ich weiß aber gar nicht, ist die auf 3 hier, weil die ist auch immer hoch und runter gerutscht. Nee, die ist, glaube ich, da auf 1. Ah, die war... Schade. Kam später erst hoch. Fusionsschwert, ein paar gute Ausrüstungen. Ach, dieses eine Display, das jetzt einfach nur gezogen wurde, damit wir ein paar Karten haben, um mit Alexis im Tech-Duell zu spielen. Ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt kommt halt nur die Frage mit... Das können wir uns im nächsten Part überlegen. Wir machen ja jetzt nur eine kurze Aufnahmesession. Wahrscheinlich wenn wir schon gar nichts erreicht haben. Schade, ich habe gedacht, die Krieger-Eliminierung wäre eine Schnellspielzauberkarte gewesen. Ja, ein Part. Wir haben das beste Booster wahrscheinlich oder eins der besten freigeschaltet. Und ja. Oh, gebietischer Ritter. Die ist gut. Die ist saucool hier drin. Ja. Na, Fusionswaffe. Ne. Wie ist die unfreundliche Amazonen wirklich? Heißt das ein... Bitte? Unfreundliche Amazonen. Sagt die. Ja, ja, die heißt wirklich so. Die heißt wirklich so. Ich habe gedacht, die hat einen anderen Namen bekommen. Nee, die Kriegerin. Oh, geil. Ich habe mich mit Amazonisch eher wenig befasst. Das ist eigentlich ganz lustig, gerade mit den neuen Supportkarten, die sie damals bekommen haben. Die sind halt hier noch nicht drin. Ich glaube, hast du schon gehört, dass es ein Amazonisch Fusionsmonster rauskommt bald? In dem nächsten Pack, nee, höre ich jetzt zum ersten Mal. Oh, du musst die Königin mit irgendwas fusionieren, aber ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich an den Effekt nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß, dass sie Piercing Damage macht.
Also wie alles aus... Ah, die Angreifer. Wie irgendwie alles aus Ark 5. So. Ha, ich... Oh, Cyberharp hier. Ha, ich habe ein Monster. Aber trotzdem. Piercing-Schaden muss jedes Monster haben eigentlich. Augenschatten. Kommen wir langsam zu den guten Boostern. Ich glaube, ich stelle mal ein bisschen auf schnell, dass wir hier mal... Oh, die Spielverzauberkarte haben wir gerade gezogen. Gebieterische Ritter. Oh, da kommen wir zum guten Pack. Guter Goblin Hauswirtschafter. Also was es von den Amazonischen gibt, ist eine amazonische Kaiserin. Ja, war das eine... Aber ich meine eine Fusion bekommen, ne? Ja, das ist die Ja. einzige Fusion. Macht Trampelschaden und Amazonenmonster, die du kontrollierst, können nicht durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden. Ja gut. Eine bessere Version von der Königin. Die halt, Ja, so in etwa. Durch Kampf im Feiner zu zerstören. Der Effekt ist nicht so schlecht, finde ich. Jetzt fürs... Ja, kann schlimmer sein. Ja. Was schlimmer geht immer. Ja, das ist wahr. Geschmolzener Zombie. Emporkömmling-Goblin. Oh, weiß ich gerade gar nicht. Ey, wieder so eine Frage. Ist die auf 3, 1 oder 2 hier? Welche Kernhand du? Der Abstand, Upstart. achso. Puh, keine Ahnung. Top der Gears auf 1. Also, ob der Emporkömmling auf 3 ist möglicherweise? Kann gut sein. Komm schon. Wir wollen mindestens einen Topf haben. Von mir aus Topf. Mir fällt. Oh, Zeitsiegel ist verboten. Von mir aus auch die Töpfe, die es noch nicht gibt in dem Spiel, die auch einige. Strategie der Zerstörung ist auch. Mir sagt der Name überhaupt nichts. Kämpfender Ist auch Held. keine sonderlich gute Karte. Starker Rückgang. Die Karte sagt mir sogar was, weil ich weiß, dass der Gegner 8 Karten auf der Hand haben muss, um zu aktivieren. Ja, das war irgendwie sowas, genau. Oh, Furchtbar. tollkühne Bier. Ja, irgendwie, dein Gegner muss 8 Karten in der Hand haben und ich glaube, der mischt dann alle rein und zieht dann 3 neue wieder. Ja, sowas in die Richtung war es, glaube ich, genau. Na. Karten des sicheren Wiederkehr. Oh, du bist auf 3, meine ich. Aber gut. Das könnte hinkommen, ja. Aber mir fällt jetzt kein Deck. Oh, nochmal Karten des sicheren Wiederkehr. Chaos-Gear, ja, wertvolle. Aber Teil des Topfes, ich finde. Oh, Kettensägeninsekten, guter Beat. Das ist cooles Kerlchen. Ja. Gehörte zu einem meiner Lieblingsmonster, die einfach nur draufhauen sollen. Scheiß drauf, dass der Gegner eine Karte zieht. Ins Grab hinabziehen. Schade, es gibt kein Dark World, meine ich. Das müsste es aber geben, doch. Schon? Oh ja. Okay. Also natürlich kein Grafer und so Zeugs, aber... Ach, das soll jetzt nicht stören. Ich kann auch auf Grafer verzichten. Zumindest nicht jetzt. In die aktuellen Meta lieber nicht. Aber 2300 aufs Feld zu klatschen ist ja auch schon recht solide. Krugräuber. Ja. Ich finde die Karten, diese Antikarten für Topf der Gier eigentlich irgendwie voll komisch. Es gibt ja diese eine Karte, annulliere Topf der Gier und ziehe stattdessen selbst zwei Karten. Ob Ja, die klar. irgendjemand gespielt hat? Nee, genauso wenig wie weißes Loch. Ja, gab es eigentlich eine Anti-Raigeki-Karte? Ja, Oh, gab's schon. Kartenzerstörung. Weil ich weiß, dass es ja Harpyien Flederwisch gibt. Und das ist ja, glaube ich, Greifschwinge, oder wie die heißt. Die annulliert den Effekt und zerstört die gegnerischen stattdessen. Für Raigeki wahrscheinlich auch. Für Wiedergeburt gibt es ja eine Antikarte. Also ich müsste mich schwer täuschen, wenn es die nicht gäbe. Ja. Aber jetzt so spontan einfallen will es aber auch nicht dann. Nee, keine Ahnung. Avatar des Topfes einfach. Oh mein Gott. Nachladen.
Ist vielleicht auch magischer Hammer hier drin? Vermutlich schon, oder? Hoffe ich mal. Magischer Hammer ist wesentlich besser als Nachladen. Bistro schlechter. Der ist cool. Ja, vielleicht bauen wir uns ein Deckout-Deck. Das wäre sicher auch nicht schlecht. Wir haben, glaube ich, zwei Kettensägen-Insekten, nochmal Kartenzerstörung. Aber ich glaube, Kartenzerstörung ist auf 1. Wüsste ich jetzt gar nicht, aber kann gut sein, ja. Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen lange. Wir haben, glaube ich, zwei Displays ins Grab hinabziehen, haben wir auf jeden Fall dreimal. Gucken wir mal. 7 Kettensägen-Insekten haben wir auf jeden Fall dreimal. Emporköpplung haben wir zweimal. Nachladen nochmal. Ja. Karten des sicheren Wiederkehrs haben wir auch dreimal. Beschützer der Zuflucht. Der ist cool. Ich glaube, hier darfst du sogar noch die Card Destruction aktivieren. Yep. Deswegen war die Kombi ja so stark. Du hast den ja gespielt, Kartenzerstörung, der Gegner hat keine Handkarten. Den Mist haben wir Ja, jetzt auch genau. zweimal. Kartenzerstörung haben wir auch dreimal, falls sie aus irgendeinem Grund auf 3 sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann. Nee, die war, glaube ich, wirklich auf 1. Krug der Gier. Ach, ein Kollege hatte früher Krug der Gier gespielt, einfach nur um die Gegner ein bisschen zu ärgern. Früher haben so ein hat er halt so erzählt, immer wenn er angreift, sagt, halt, stopp, ich möchte meine Falle aktivieren. Was? Falle? Ja, ich möchte Krug der Gier spielen. Ich möchte eine Karte ziehen. Und er so, oh, fuck it. So, man rechnet man so mit einer Spiegelkraft, magische Zylinder in der Zeit und dann so, ja, Krug der Gier, ich Klar. ziehe eine Karte. Ach ja. Tollkühne Gier haben wir auch, glaube ich, dreimal jetzt. Kartensicherin Wiederkehr haben wir viermal. Oh, wir sind fertig. Aber leider Oh. kein Topf. Harpienmädchen, einer der schlechtesten Harpienkarten, die ich kenne. Naja, sie sieht zumindest hübsch aus. Das ja. Halbschattenkrieger-Lady. Okay, wenn diese Karte gegen ein Lichtmonster kämpft, wäre die Partikel dieser Karte über eine Damage um 1000. Ja. Harpchen. Krieger-Eliminierung. Zerstöre alle offenen Monster von Typ Krieger. Doch gut. Kann man gegen Jaden nutzen. Affen. Verstärkung für die Armee ist auf 2. Haben wir auch nur einmal gezogen, leider. ADD-Kriegerin ist auch auf 1. Aber wir haben die hysterische Party auf jeden Fall einmal. Spielwertzauberkarte einmal. Ach, Strafe des Wächters. Die habe ich mir sogar vor, glaube ich, einem halben Jahr gekauft. Ach, das ist die mit dem Ja, Verteidigungsswitch, oder? wenn das Monster von Angriff und Verteidigung ist, darf es eine Karte ziehen. Guter Goblin-Hauswirtschafter ist auf 2. Okay. Wird der Emporkömmling auch auf 1 sein wahrscheinlich? Könnte ich mir gut Nee, vorstellen. der ist Oder auch sind auf dafür 2. auch zwei. Na, den haben wir auch zweimal. Also wir könnten gucken, ob Exodia bauen. Oh. Ah, Bräuchten wir zuerst mal Exodia dazu. Tollkühne. Ja, wir haben immer noch über 20.000 DP. Gier, Krug der Gier. Kartenzerstörung war auf 1. Okay, der Beschützer war aber auch schon auf 1. Gucken, wie viel haben wir denn? 28. Müssen sogar aus den ersten Boostern was ziehen, um andere freizuschalten. Aber ich möchte unbedingt den Topf der Gier haben. Ja, das wäre schon nicht übel. Sagen wir es so, das ist eine Stable-Karte. So ein Display von Topf der Gier kaufen wir uns noch. Und wir kaufen uns von den ersten noch, weil ich meine, man muss davon 80% haben, um die nächsten Booster freizuschalten. Ja, das könnte gut sein. Und es kann ja nicht schaden, sollten wir vielleicht Retaches Schwert oder so bekommen. Das Wasserpack, wo noch Umi einmal fehlt. Tempokönig. Komm, will ich eigentlich nicht. Ruf der Gejagten wäre auch keine schlechte Karte, wenn wir schon dreimal Karten des sicheren Wiederkehr haben, die nicht limitiert ist. Und Flip Monster.
Ich weiß aber gerade gar nicht, in welchen theoretisch die Exodia drin sein könnte. Ich glaube, die haben ein Spezialpack. Stimmt. Ach komm, vielleicht auch nochmal Schicksalstafeln. Man weiß ja nie. Man ja, kann ja mal gucken. Ach komm, das. Ja, wollen wir zukommen? Ja. Na komm, sparen wir uns das Geld erstmal. Aber wir machen das jetzt ein bisschen in schneller. Schild und Schwert, eine sehr interessante Karte, finde ich. Ach ja. Ja, finde ich auch. Ist lustig. Ich hätte gern so eine Karte wie die Ojamas, nur für dauerhaft. So generell, dass Angriff und Verteidigung immer getauscht bleiben, solange die auf dem Feld So. ist. Das wäre auch eine Ja. lustige Kombination. So eine Anti-Heavy-Samurai-Karte. Ha, jetzt müsst ihr doch im Angriff gehen. Klebefallgrube. Verräterische Schwerter hätte ich gerne. Aber die bekommen wir nicht. Auge der Wahrheit. Wir haben Umi gezogen, zumindest etwas. Kettenenergie für Burner-Decks. Verbergene Schwerter. Schwerkraftsbindung, falls wir immer noch auf Burn spielen wollen. Ja. Gucken wir mal, Ja, die kann. Auswahl wird langsam größer. Oh, Kettenexplosion. Auge der Wahrheit. Oh, gibt's hier schon. Oh, Simocho-Allergie? Die ist cool. Ja. Ich frag. Ruf der Gejagten gezogen. Geil. Nett. Schattenzauber ist auch besser als den faszinierenden Ring. Verbergenes Schwert haben wir, glaube ich, auf dreimal gezogen jetzt. Viermal. Paar Flipmonster. Wenn irgendwas Interessantes kommt. Ach, nächtlicher Angreifer. Der ist sogar noch in Ordnung. Sogar den Engel haben wir gezogen. Erlaubt eine Karte jetzt. Oh, Verwandlungskrug. Geil. Nice. Oh, Verwandlungskrug. Eigentlich einer meiner Lieblingsmonster. Habe ich in Dark World so gern gespielt. Ja, cool. Ich mochte vor allem das Empty Char Deck. Das war viel lustiger. Ja, aber Kollegen hatten immer Angst, wenn ich mein Dark World Deck rausgepackt habe. Monster Set, Cyberdose bekommen. Dann habe ich, glaube ich, drei Backwo gespielt und gesagt, ja, du bist. Tja, so macht man das. Nur deswegen hat man Adliger der Ausdrücken gegen mich gespielt. Aber, oh, metallisch reflektierender Schleim. Sehr gute Karte, finde ich. Die ist 3000 wirklich gut, ja. 3000 Defender ist schon echt nicht schlecht. Wir haben sogar die Karte, wo der Gegner, wenn der Gegner angreift, eine Karte ablegen muss. Dimensionsriss. Was haben wir denn noch? Ich frage Habe ich ein mich, paar gute Antikarten wo, zusammen. was ich mich nur frage, dass es nie eine Rangbeschränkungskarte gab. Also es gibt ja Ach Stufenbeschränkungsgebiet A so, und ja. B. Da habe ich mich immer gefragt, oh, wir haben nochmal Landform, glaube ich, gezogen, dass wir irgendwann eine Rangbeschränkung bekommen. Das habe ich mich eigentlich immer schon gefragt, ob es die irgendwann. Oh, Schicksalstafel haben wir gezogen. Zweimal haben wir die gezogen. Ey, wir haben Topf der Trägheit gezogen. Ich wusste gar nicht, dass es die schon hier gibt. Die ist alt, die ist uralt. Ich weiß, dass die uralt ist. Das Spiel ist aber. Wann war Topf der G noch auf 1? 2002? 4? Nee, 4 oder nicht? Ja, nee, Nee. das Spiel hier benutzt eine spezielle Liste. Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja gut, in der Serie, ich glaube, ich habe mir mal ein Video angeguckt, wo er mal einmal zusammengefasst hat, wie häufig in der Serie der Effekt von Topf der G erklärt wurde. Das Video ist 36 Minuten lang. Also man kann davon ausgehen, dass es schon ein paar Mal aktiviert wurde. Ja, durchaus. Aber wir haben Topf der G immer noch nicht gezogen. Aber wie häufig kann man denn die Final-Karten gezogen? Das wäre endgültiges Schicksal. Einer der schlechtesten Karten im Spiel. Wir 5 Karten ab, zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld.
Yay, ich habe gar nichts und der Gegner hat seine Handkarten. Ja, ist doch gut. Wer der Effekt, zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld und auch auf der Hand. Dann wäre die gut. Was so? Ne. Was haben wir denn noch? Auf jeden Fall Topf der Trägheit wird sicher eine Karte sein, die auch fast überall reingeklatscht wird. Ja, wie kann man jetzt Ruf der Gejagten? Ah, die ist so, sowieso auf 1. Was zauberlos. Wir haben so viel. Wir können so Antimeter spielen. Wir könnten Deckout spielen einfach. Wir können Final spielen. Sind die nicht alphabetisch sortiert? Wow, wir haben viermal einfach nur das N bekommen. Super. Ach nee, L haben wir zweimal, I. Warum sind die sortiert? Egal. Nach Erhalt wahrscheinlich. Ja, die haben eine spezielle Sortierung da. Geil. Obwohl wir haben, auf jeden Fall alle Geisternachrichten. Und wir haben letztes Angebot. Ach, die ist sogar auf 3. Wie cool ist das denn? Ah, man kann coole Sachen hier drin basteln. Heiliger Kran, ich habe auch schon wieder 7-mal gezogen. Das sind jetzt die Karten, die wir schon mal hatten. Wir haben immer noch Geld. So die Frage, so wir haben noch Geld. Also nochmal ein Display vom Topfdeck. Oh Gott, es fehlen glaube ich 2 Karten aus dem scheiß Display. Ja, das kenne ich irgendwoher. Gucken wir mal. Was könnten wir denn noch kaufen? Wollen wir uns die Standardsachen noch kaufen? Ich weiß nicht, ob man für Freischalten irgendwas braucht. Ich glaube, die Standardsachen brauchst du, um Sachen freizuschalten. Ja, komm, kaufen wir uns mal ein Display von den teuren 150 DP-Karten. Wenn man darüber nachdenkt, könnte man, könnte ja eigentlich umrechnen in Euro, beziehungsweise in Echtgeld, könnte man das machen, sogar umrechnen. Ja, kannst du schon. Wie teuer ist denn ungefähr jetzt ein einzelnes Booster? Also in der Schweiz zahlst du 5 Franken für einen Booster. Das wären etwa 4,50 Euro oder so. Ja, sagen wir mal, wir können ja auch in Franken rechnen. 5 ist eine schönere Zahl als 4 noch was. Sagen wir es so, wenn Booster 5 ist, dann kommt es drauf an. Da gibt es ja auch 2 unterschiedliche. Hier kostet ja 100 oder 150. Ey, wir haben Wotan gezogen. Viele Grüße an Beepfan, deswegen gerade. Kaiberman. Also, dann sagen wir 5. Das sind 5, nee Quatsch, 100 sind dann 5 Franken. Also es macht ein Duelist Point oder ein DP hier drin, wären dann 5 Racken. Ja. Also das ist, doch ist auf jeden Fall gut. Billiger. Wo ich gehe wahrscheinlich davon aus, dass das eher an Yen angelehnt ist. Oh. Vermutlich, ja. Wir haben da auch diesen, das erste Monster, das in Verteidigung angreifen kann. Ich kenne den Namen einfach nicht. Totaler Abwehrschock. Ja. Ich habe den selbst gespielt in meinen Decks, aber ich kenne den Namen einfach nicht. Das ist schon zu lange her. Das ist, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ewig her, dass ich den gespielt habe. Ich glaube, ich habe den sogar in der ersten Version von Super Starkes Samurai gespielt, wo die, glaube ich, nur so 5 oder 6 Karten hatten. Naja, man macht halt einen ähnlichen Effekt. Also. Er kann in Verteidigung angreifen. Genau. Aber leider mit der Angriffsstärke und nicht mit, mit seiner Verteidigung. Monster-Tor mal gezogen, das ist auch nicht schlecht. Insbesondere, ich habe einen Kollegen letztens beigebracht, der spielt ja aktuell Spirit Caller. Und ich habe ihm gesagt, ja, dann das, du fragst dich auch sicher, warum Gedankengang auf 1 ist. Wir haben nochmal Topf der Trick hat bekommen. Gedankengang ist so auf 1. So, ja. Du kannst ein paar starke Monster reinklatschen, Gedankengang aktivieren, dein halbes Deck millen und gucken, ob du ein Monster bekommst. Ja, so in etwa. Wir hatten da, glaube ich, wir haben da uns so ein komisches Abfuck-Fusionsdeck gebastelt, das so schnell wie möglich die starken Beatsticks raushauen will, wie der ultimative... Nee, nicht der ultimative blaue Topf, der gezogen.
Yay! Der ultimative bläugige Drache, die Fusion aus allen drei. Ja, genau. Ja. Dass man so schnell wie möglich den rausklatscht und dann finisht. Das reicht für die meisten NPCs, ja. Wir haben Wotan, Das hier mal. stimmt, ja. Also Creep-Fan, wir haben Wotan. Wenn du ihn zurückhaben willst, 150 DP kostet der. Was haben wir denn noch? Diddy Krieger, finde ich leider einer der schlechtesten von den dreien. Ja, geht zwar. Aber wir haben den Buster-Klingenkämpfer. Und wir haben hier auch nochmal Zonenfresser. Ach, nichts geht über nach 5 Runden warten, um ein Monster zu zerstören. Ach ja. Klar. Ich weiß nicht, wie langsam Yu-Gi-Oh! Früher war, dass man so 5 Runden warten musste. Der wurde nicht gespielt. Ja, natürlich, So das ist verzweifelt waren wir nicht mal damals. zur Anfangszeit. Ich kann mich noch daran erinnern, ich kann mich an meine ersten 3 Karten immer noch erinnern, die ich bekommen habe. Von Cousin habe ich die einfach geschenkt bekommen. Okay. Thunwelt, bläugiger Thundrache und oh Gott, ich weiß, dieses Schaf, es hat 3 Sterne, 800 Angriff, 600 Def, ist ein blaues Schaf, aber mir fällt gerade den Namen nicht ein. Mystisches Schaf oder welches meinst Nein, du? das ist ein normales Monster. Oh, da müsste ich mal nachgucken. Das sind die ersten 3 Karten, die ich in meinem Leben besitze. Ja, wir haben jetzt 41 Minuten, das sollte für ein Part reichen, für ein Filler-Part. Ich würde es auch sagen. Ja. Wir werden dann im nächsten Part mal gucken, was für ein Deck wir draus basteln. Wahrscheinlich ein Deckout-Deck oder so. Je nachdem. Müssen wir gucken. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Ciao, Leute.